Das kannst du vergessen. Nee, nicht wie gesagt. Ich habe noch nicht geredet. Der kommt echt wieder. So. Mega. Warte mal, ich die Motor erstmal machen. So, jetzt haben wir die Post auch noch mitgenommen. Ach, ja. Selbstläufer heute. Selbstläufer. Mega, das ist jetzt auch noch Shift. Heute läuft's sensationell. Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal bei Krieg Klassikers zu einem neuen Video. Mein Name ist Sebastian Krieg und heute stellen wir euch ein ganz besonderes Fahrzeug vor, nämlich einen Jensen Interceptor von 1968 Mark I. Los geht's! Also dann fangen wir an mit unserem Jensen Interceptor Mark I von 1968. Wie gesagt, ein ganz spezielles Fahrzeug, ein Auto, was meiner Meinung nach komplett unterschätzt wird und wurde und was auch wirklich keiner kennt. Ja, also ich muss sagen, da kann ich mich mit einschließen, bis das Auto das erste Mal zu uns in die Werkstatt gekommen ist oder bis zum ersten Mal ein Jensen Interceptor zu uns in die Werkstatt gekommen ist, habe ich das Fahrzeug nicht wirklich auf den Schirm gehabt. Umso mehr freue ich mich, euch den Wagen heute präsentieren zu dürfen. Baujahr 68, der Wagen wurde gebaut, insgesamt 11 Jahre, von 68 bis 11 Jahre, 79, richtig? Richtig. Sehr gut. Insgesamt 7200 Mal, also eine sehr, sehr geringe Stückzahl, wobei das mit der Stückzahl ein bisschen schwierig ist, weil teilweise wird gesagt, die werden 6500, manche sagen 6200, die anderen wieder 7000, also ich schätze mal, das ist irgendwo in der Mitte, bei 6600, 6700 Stück wurden davon gebaut. Also eine sehr, sehr geringe Stückzahl. Was macht das Auto so besonders? Zum einen ist es ein englisches Fahrzeug mit einem amerikanischen Motor und mit einem italienischen Design. Ja, also da hat man quasi aus allen Welten das Beste genommen und zu einem Auto zusammengefügt. Und das sieht man auch. Fangen wir an mit der Front. Und das werden wir auch gleich nochmal sehen. Das Auto hat eigentlich komplett zwei Gesichter. Ne? Also von vorne schaut er aus, ja, wie kann man das vergleichen? Vielleicht wie mit einem Mustang, vielleicht so ähnlich in die Richtung. Mit diesen Doppelscheinwerfern, recht eckig und kantig von vorne. Aber meiner Meinung nach ein richtig cooles Design. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Farbe ist Silber. Das müsste auch die Originalfarbe sein. Und im Allgemeinen ist das Auto auch in einem recht guten Zustand. Jensen Interceptor, das ist die Bezeichnung von dem Modell. Die Firma Jensen hatte sich unter anderem auch darauf spezialisiert, andere Fahrzeuge wie zum Beispiel Austin Healey zu produzieren. Und der Jensen Interceptor war eigentlich mehr so, ja, ein Fahrzeug, was halt in einer Kleinserie hergestellt wurde, deswegen auch nur die geringe Stückzahl. Es gab, wie gesagt, drei Modelle, Interceptor Mark I, Mark II und Mark III in 11 Jahren und dann entsprechend die Stückzahl, die ich euch schon mitgeteilt habe, von den 6600. Und dann werfen wir einen Blick auf die Seite des Fahrzeuges. Und da sieht man halt dieses einzigartige Design, ne, mit der relativ flachen Motorhaube und dann mit diesem Fließheck hinten und dieser riesigen Heckscheibe, aber da kommen wir auch gleich nochmal genauer drauf. Designt wurde das Fahrzeug, wie gesagt, in Italien von Turin, von einem Designstudio, die unter anderem auch verschiedene Alfa Romeos, unter anderem auch die Giulia, da haben wir auch ein Video von gemacht, blende ich hier mal ein, verschiedene Ferraris designt haben, Lamborghini GT 350, Lamborghini GT 400, Aston Martin DB5 ist aus dem Designstudio entstanden, also kein Unbekannter und wie gesagt, das ist das Ergebnis. Ne? Das ist jetzt die eine Besonderheit, wie gesagt, dass die Karosserie eben in Italien designt wurde. Wenn wir schon von der Karosserie sprechen, muss man, wenn man sich dafür interessiert, so ein Fahrzeug zu kaufen, aufpassen, dass man kein Auto erwischt, das durchrostet ist. Das ist eines der Probleme von dem Auto. Also wenn ihr euch überlegt, so ein Fahrzeug euch anzuschaffen, passt darauf auf. Dann gehen wir mal nach hinten, würde ich sagen, und schauen uns den Wagen von hinten an. Und das ist natürlich auch eine Wahnsinnsansicht. Ne?
auch schwer einzuordnen. Ich kenne kein Auto, was so ausschaut. Vielleicht ein Pacer, das kommt ungefähr in die Richtung. Aber diese riesige Heckscheibe ist schon einzigartig, würde ich sagen, und ein einzigartiges Design. Das Auto ist ein GT, ne? Also ein Fahrzeug, mit dem man sportlich längere Strecken fahren kann. Und das kann man auch mit dem Auto. Der Wagen fährt unglaublich bequem und hat ein ganz tolles Fahrgefühl, aber das werden wir gleich sehen bei der Probefahrt. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick in den Kofferraum oder auch nicht. Ich hol mal den Schlüssel. Der kommt echt wieder. So, der Müllwagen ist vorbei gefahren. Nicht ganz einfach heute mit dem Drehen, ne? Pferde, Müllwegen, Hunde, was haben wir heute noch gehabt? Airbusse, genau. Gut, jetzt aber zurück zum Auto. Ich wollte euch den Kofferraum zeigen. So. Was natürlich krass ist, ist diese riesige Heckscheibe hat natürlich auch ein Gewicht. Das Auto insgesamt ist relativ schwer, wiegt 1800 Kilo. Liegt natürlich auch daran, dass die Qualität von der Innenausstattung natürlich sehr, sehr gut ist, dass es sehr, sehr hochwertig ist. Und ich glaube, dass alleine die Heckscheibe hier wahrscheinlich ein paar hundert Kilo wiegt, nicht ganz, aber das schon ziemlich schwer sein wird. Wir haben hier relativ viel Platz drin, oder sehr viel Platz sogar drin. Ist ja ein Viersitzer und ich denke, da kann man gut und gerne ein paar Koffer reinpacken, um dann am Wochenende irgendwo hinzufahren oder eine längere Fahrt zu machen. Gut, dann machen wir wieder zu. Wenn ich das Design so von hinten sehe, erinnert es mich auch so ein bisschen an so einen Porsche. Was ist das? 944 oder 924. Stimmt, der hatte auch so eine Heckscheibe. Ja. Dann haben wir eine ziemlich große Doppelrohr-Auspuffanlage. Also die Jensens, die ich kenne oder die ich bisher gesehen habe, haben mit den Auspuffanlagen nicht gegeizt. Der klingt auch richtig cool, werden wir auch gleich sehen. Schöne, schmale Heckleuchten hinten und wie gesagt, ich finde, das Design spricht für sich, richtig cool. Könnt ihr aber auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ob ihr schon mal so ein Auto gesehen habt, würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr die Gelegenheit habt, mal in so einem Auto zu fahren, kann ich euch nur empfehlen, macht das, weil das ist wirklich einzigartig. Das sind, glaube ich, nicht die Originalfelgen. Diese schönen Speichenfelgen schauen aber sehr schön aus und passen auch zum Auto. Er hat rundherum Scheibenbremsen. Und zu den Scheibenbremsen und Teileversorgung werde ich auch noch gleich was sagen. Da hatten wir nämlich bei dem Auto ein kleines Problem. Aber dazu später mehr. Was auch cool ist, Jonas, wenn du mal hierher kommst, sind diese Lufteinlässe hier. Verleiht dem Wagen auch noch zusätzlich eine sportliche Note. Also insgesamt, finde ich, schaut er schon sehr, sehr cool aus. Auch die Farbe Silber passt sehr schön zum Innenraum, zu den roten Sitzen, die wir uns jetzt mal anschauen. Ja, und hier sieht man natürlich das, was ich vorhin gesagt habe, diese 1800 Kilo, die haben natürlich auch was damit zu tun, wie der Wagen ausgestattet ist. Und die Innenausstattung ist wirklich richtig, richtig schön. Ja, alles in Leder, die Sitze schön gepolstert, auch das Armaturenbrett in Leder, haben eine richtig große Mittelkonsole hier, was unter anderem auch daran liegt, dass das Getriebe ziemlich weit hinten ist. Und insofern, und auch der Motor auch, und insofern hat man das dann mit dieser großen Mittelkonsole ausgleichen müssen, aber ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Look. Es sind vier Sitze. Wenn wir mal die Sitze hier zurückklappen, können wir uns auch mal den hinteren Sitz anschauen. Auch das schaut super gemütlich aus. Schaut aus wie ein Sofa. Wie ein Sofa, aber auch mit diesen Aussparungen hier denke ich, dass man da schon sehr, sehr gemütlich sitzen kann. Vorausgesetzt, man ist nicht allzu groß natürlich. Auch typisch für die Autos aus den Baujahren. Hier mit dem Ausstellfenster, das muss ich immer wieder erwähnen, weil ich es richtig cool finde. Weil das mich auch an meine Jugend erinnert, an unsere Autos, die wir früher gefahren sind. Da haben wir auch immer so Ausstellfenster gehabt, wenn wir hinten als Kinder saßen, damit wir wenigstens ein bisschen Luft bekommen haben. Und wenn wir dann zurückgehen, so funktioniert das. Ach, das ist ja cool, das habe ich gerade entdeckt. Man kann nämlich hier die Sitze in verschiedenen Positionen arretieren. Und hat dann die Möglichkeit, eben seine Sitzlehne einzustellen. Ist auch nicht selbstverständlich. Wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit unseren Mustangs von 1968, haben wir auch viele Videos gemacht, könnt ihr auf unserem Kanal euch anschauen, dann ist das hier eine ganz, ganz andere Nummer. Das ist hier viel hochwertiger, viel schöner.
Die Sitze sind, wie gesagt, viel besser gepolstert. Die Türen hier an der Seite im echten Leder. Aschenbecher haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Stück hinten auch noch. Ne? Das war normal damals, aber das Auto riecht nicht so, als wenn hier drin geraucht wurde. Setz dich mal rein. Ja, was natürlich gleich hier auffällt und was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist, dass das ein Rechtslenker ist. Wenn ich drüber nachdenke, glaube ich nicht, dass ich vorher schon mal einen gefahren bin. Ist aber eigentlich ganz einfach, weil man die Möglichkeit hat, wenn man auf der rechten Seite sitzt, nicht ganz genau an der Fahrbahnlinie zu fahren. Das hat man, die Möglichkeit hat man nicht, wenn man auf der linken Seite sitzt. Insofern hat es auch seine Vorteile. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man nämlich mit der linken Hand schaltet, beziehungsweise das ist ein Automatik-Dreiganggetriebe. Die meisten Interceptoren wurden auch, ist das die Mehrzahl von Interceptor, Interceptoren? Schätze mal schon, oder? Klingt gut. Wurden auch mit Automatik ausgeliefert. Es gab, glaube ich, nur 23 Viergang-Schaltgetriebe, die es ab Werk gab. Also wenn ihr mal euch überlegt, wie gesagt, so ein Auto zu kaufen, dann wischt da einen Viergangschalter, dann ist das eine absolute Rarität. Über die Stückzahl habe ich ja schon gesprochen. Eigentlich ist jedes Auto von den Interceptoren eine Rarität, weil wenn man sich überlegt, dass sie vielleicht 6600 Mal gebaut worden sind, schätze ich mal, dass vielleicht die Hälfte davon auf der Straße unterwegs ist. Und das Coole ist, dass wenn man sich so ein Auto kauft, dass die Chance gar nicht so klein ist, dass man ein Auto erwischt mit einem prominenten Vorbesitzer. Das Auto wurde gefahren unter anderem von Frank Sinatra, von Tony Curtis, von Dean Martin, von Prinzessin Anne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, und die Liste ist wirklich ewig lang. Dann schauen wir uns mal die Mittelkonsole an. Schaut auch richtig cool aus. Mit dem Aluminium weiß ich jetzt nicht, ob das Original ist. Ich schätze mal eher nicht. Passt aber ganz gut zum Auto. Schaut ein bisschen aus wie in einem Flugzeug, ne? mit diesen Kipphebeln hier. Richtig cool, da kann man natürlich alles einstellen. Licht, Scheinwerfer, Heizung, Lüftung, Innenraumbeleuchtung und so weiter. Hier haben wir die Lüftung, kalt, warm. Hat keine Klimaanlage, das Auto. In der Mitte eine schöne analoge Uhr. Und wir haben elektrische Fenster. Ach was. Die auch ziemlich gut funktionieren und relativ schnell sind. Ne? Wie gesagt, Auto von 1968. Vergleicht das mal mit anderen Fahrzeugen von 1968. Und dann werdet ihr feststellen, dass die Ausstattung wirklich outstanding ist, wenn ich mal beim Englischen bleiben darf. Ne? Handbremse ist hier unten. Versteckt sich hier unten, auch schön in Chrom. Dann haben wir den Tacho, Drehzahlmesser, hier die Benzinanzeige und auch ein relativ schönes kleines Lenkrad. Ich habe meine Brille nicht auf, verstehe. Lecara steht da. Lecara. Genau. Ob das das Original Lenkrad ist, weiß ich nicht. Zumindest stimmt der Hupenknopf mit dem Jensen-Zeichen. Hier die Benzinanzeige und hier das Radio. Scheint das Originalradio zu sein, könnte aber auch ein neues Radio sein im Retro-Look. Auch sehr cool ist, dass das hier ein Cabrio ist, also ein halbes Cabrio mit einem richtig großen Schiebedach. Kann man bis ganz nach hinten öffnen und dann hat man quasi so ein Panorama-Schiebedach. Auch super cool, kenne ich bei keinem anderen Fahrzeug, vor allen Dingen nicht aus dem Baujahr. Also wie ihr seht, das Auto ist wirklich unglaublich toll ausgestattet, in einer ganz tollen Qualität und meiner Meinung nach wirklich einzigartig. Zu vergleichen ist das Auto, wenn man jetzt mal an das Baujahr denkt, mit einem Jaguar E-Type oder mit einem Aston Martin DB5. Ich meine, das Fahrzeug hat ja auch so ein bisschen was James Bond-mäßiges. Und ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, das kann der Jonas rausschneiden, falls es nicht stimmt, dass die Fahrzeuge auch angedacht waren für James-Bond-Filme, wurden aber nicht genommen, weil sie einfach zu teuer waren. Das recherchiere ich für dich. Das machst du bitte. Gut, dann haben wir uns den Innenraum angeschaut und jetzt fehlt nur noch der Motor. Gut, dann werfen wir einen Blick in den Motorraum. Und da haben wir einen Chrysler V8 mit 6,3 Liter und 383 Cubic Inch, 461 Newtonmeter, 325 PS, Höchstgeschwindigkeit ungefähr 210 km/h und Beschleunigung von 0 auf 100 in 7,3
3 Sekunden. So steht es zumindest auf dem Datenblatt. Was man hier noch schön sehen kann, ist, dass er eine Zahnstangenlenkung hat. Auch eine besondere Sache. Jetzt schaue ich nochmal Auspuffanlage. Es hat keine Fächerkrümmer. Ich habe auch Jensen schon gesehen mit Fächerkrümmern und noch größere Motoren. Ab 71 gab es ja dann einen 7,2 Liter Motor. Aber wie gesagt, die ersten Modelle 68, 69 hatten den 383. 6,3 Liter reicht auch völlig aus für den Wagen. Aber habe ich am Anfang des Videos gesagt, dass das Auto aus mehreren Komponenten besteht, die aus verschiedenen Ländern kommen. Wie gesagt, amerikanischer Motor. Hat natürlich auch den riesen Vorteil, dass ihr, was die Ersatzteile anbelangt, überhaupt keine Probleme habt mit, kommt wieder mal ein Flugzeug angeflogen, dass ihr überhaupt keine Probleme habt mit der Ersatzteilversorgung. Amerikanische Motoren sind einfach zu warten und deswegen ist das eher ein Vorteil, so einen Motor zu haben, als ein Nachteil. Ja, und die Kombination, wie gesagt, aus dem italienischen Design, dem englischen Innenraum und eben diesen großen V8 Motor vorne drin, macht dieses Auto so einzigartig. Ja, dann denke ich, fahren wir mal eine Runde mit dem Auto. Das fehlt nämlich noch. Dann hören wir uns den mal an, wie er klingt. Klingt nämlich auch sehr, sehr schön. Und ja, fahren wir los, oder? Sehr gerne. Gut, dann fahren wir also mit unserem Jensen Interceptor 1968 Mark I. Was ich schon vorhin erwähnt habe, ist, dass das Auto sehr schwer ist. Ne? Wiegt 1800 Kilo, je nach Ausstattung auch 1900 Kilo. Das macht es natürlich auch ein bisschen behäbig, aber ist halt auch ein Auto, mit dem man eher chillig unterwegs ist. Ne? Wie gesagt, ein GT, bis zu 4 Personen Platz und ein Auto, mit dem man ja, locker mal im Urlaub fahren kann und auch längere Strecken. Was natürlich ein bisschen durch den großen Motor und durch den großvolumigen Motor der Nachteil ist, ist, dass es relativ schnell warm wird hier drin. Also sollte man im Stau stehen bei 30 Grad irgendwo in der Stadt, könnte es eventuell ein bisschen warm werden. Aber dafür ist das Auto nicht gemacht. Ne? Der ist dafür gemacht, um über die Landstraßen zu cruisen. Und das macht auch schon richtig Spaß. Doppelquerlenker mit Schraubfedern, hinten eine Starrachse, Scheibenbremsen rundherum und das wollte ich vorhin ja nochmal erwähnen, was die Ersatzteile anbelangt für so ein Fahrzeug. Dadurch, dass wir einen amerikanischen Motor haben und der Rest, bis auf das Design natürlich, das aus Italien gekommen ist, englisch ist, wird jetzt jeder sagen, oh, englisches Auto, da lasse ich lieber die Finger von, aber die Ersatzteillage ist eigentlich ganz gut, eigentlich. Wir haben einen Händler in England, der eigentlich alle Jensen Interceptor Teile auf Lager hat. Bei dem Auto war es jetzt so, der war hier wegen dem Lenkgetriebe und wegen den Scheibenbremsen. Und da war es leider so, dass derjenige, der die Scheibenbremsen in England herstellt, leider verstorben ist und der Lieferant dann auf dem Trockenen saß. Und es hat jetzt wirklich ein Dreivierteljahr lang gedauert, bis unser Lieferant dann selber das Werkzeug hergestellt hat, um diese Scheibenbremsen wieder zu produzieren und uns dann zuzuschicken. Also das ist dann wirklich Worst Case und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an unseren Kunden, dass er so geduldig war und auch vor allen Dingen auch Verständnis gezeigt hat, warum das so lange gedauert hat. Aber normalerweise bekommt man wirklich alle Ersatzteile und hat da eigentlich auch keine Probleme. Was vielleicht auch ganz interessant ist, in eigener Sache, wir werden eventuell, das werde ich in einer der nächsten Videos dann nochmal sagen, uns auf Jensen Interceptoren spezialisieren. Wir werden demnächst einen Jensen Interceptor restaurieren und es kann sein, dass da noch mehrere Folgen werden, aber dazu, wie gesagt, nochmal später in einem anderen Video. Ja, und wie gesagt, ich meine, wir fahren hier auf einer sehr schmalen Straße und dadurch, dass man hier ganz rechts außen sitzt, kann man sich ganz schön an dem Außenstreifen orientieren. Und hat da keine Probleme. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist es schon. Aber
auch ganz cool eigentlich und auch ganz interessant. Das sieht man auch nicht alle Tage, dass jemand mit so einem Auto durch die Gegend fährt und dann noch auf der falschen Seite. Und der Jonas hat auch relativ viel Platz, ne? Also so der Abstand von uns beiden, der ist eigentlich viel größer als in einem normalen Auto. Das ist schon krass, ja, aber ich weiß, was du vorhin gesagt hast, mit, dass man sich so ein bisschen an der Straßenlinie fühlt, weil ich merke schon so, zur Tür hin ist echt wenig Platz. Also ich fühle mich auch so ein bisschen, als würde ich fast auf der Straße sitzen, jetzt gerade natürlich auch, weil ich filme, aber ja, das stimmt, hast du recht. Im Übrigen eine Sache, wenn ihr ein Fahrzeug habt, ein besonderes Fahrzeug, ein Oldtimer, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, dann können wir auch darüber einen Film drehen. Also gerne unten in die Kommentare schauen, da steht unsere E-Mail-Adresse, einfach uns kontaktieren, schauen wir uns gerne an und wenn es passt, drehen wir natürlich darüber auch gerne ein Video. Insofern gerne Daumen nach oben da lassen. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, würde uns sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns sehr, sehr bald zum nächsten Video auf unserem Kanal. Nächsten Sonntag, Bike Classics. Ciao und Servus.